Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Angelfreunde. Ihr seht es vielleicht an meinen Augen, die sind noch sehr klein. Ich habe heute Urlaub, bin trotzdem um 6 Uhr aufgestanden, jetzt ganz früh hier am kleinen Fluss für euch unterwegs. Das Geile, die Karpfenleichen, also ob das gut ist, weiß ich natürlich nicht. Theoretisch fängt man in diesem Laichakt keine Fische, aber überall plätschert es, überall sieht man große Karpfen an der Oberfläche, in den Wasserpflanzen sich wälzen. Ein richtig tolles Erlebnis. Und das hier live am Fluss zu erleben, dafür hat sich das frühe Aufstehen doch schon gelohnt. Aber wir wollen natürlich auch ein paar Fische fangen, also Routen fertig machen. Ich bin ein ganzes Stück gelaufen, also nicht da hinten, wo mein Auto parkt, mich direkt hingesetzt, sondern bin ziemlich weit runtergelaufen. Dort wurde der Weg immer schmaler, immer kleiner. Man sieht, dass immer weniger Leute da laufen und wirklich bis hier gehen. Das heißt, wir haben eine fast jungfräuliche Stelle, hoffe ich. Und hoffen natürlich, dass uns das auch die Fische an den Haken bringt. Wie ich da vorgehe, wie ich da angel, das seht ihr in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bis gleich. Als allererstes baue ich hier meine Feederroute auf, weil das hier einfach Bock bringt, Bisse und durch den Futterkorb die Lockwirkung des Futters darin natürlich auch die Fische an den Platz lockt. Ich habe heute ein ganz besonderes Futter dabei. Wie ich das zubereitet habe, das zeige ich euch gleich. Hier kommt einfach ein 40 Gramm Futterkorb drauf. Und ja, noch eine Besonderheit, ich habe hier einen recht großen Haken dran. Es soll auf größere Fische gehen. Ich werde hier keine 3-4 Maden drauf machen, alles an Kleinfisch mitnehmen, was hier sonst so beißt, auch wenn das manchmal auch Freude macht. Aber ich will hier einen größeren Fisch kriegen, deshalb kommt hier ein schöner Tauwurm dran. Ja, und dann mal gucken, was mir da an den Haken geht. Diese Filme sind immer live, Leute. Das heißt, ich gehe ans Wasser, nehme die Kamera mit und ich gehe auch nicht 2 oder 3 Mal für einen Film und schneide die besten Szenen zusammen. Ihr seht einfach diesen Angeltag hier, so wie er abläuft. Ich weiß jetzt selber noch nicht, geht was. Bin natürlich aufgeregt, früh aufgestanden. Das ist immer was Besonderes. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich euch ein paar schöne Fische präsentieren kann. Aber das wird sich im Laufe des Angeltages dann zeigen. Drückt mir mal die Daumen. Für das frühe Aufstehen habe ich ja eigentlich jetzt schon Daumen hoch verdient. Oder was meint ihr, Leute? Thema Grundfutter, da machen ja viele ein großes Geheimnis draus. Eigentlich ist es eine ganz einfache Sache, Haferflocken, Paniermehl, dann könnt ihr natürlich ein paar Kartoffeln, die zu Hause übrig geblieben sind, mit dabei packen. Geht auch ein bisschen Hanf, so wie ich hier reingetan habe, das lockt sehr gut. Aber dann gibt es natürlich die verschiedensten Zusätze, um das Futter noch attraktiver zu machen. Der Ewald benutzt gerne Kakao, das macht das Futter ein bisschen dunkler. Ihr habt noch dieses Kakaoaroma dann dabei. Ich habe früher auch sehr oft Zimt benutzt oder auch Rumaroma, diese ganzen kleinen Backaromenfläschchen, die man da benutzen kann. Alles eine Sache des Glaubens, besonders wenn man nicht genau weiß, was mögen die Fische, denn der Geschmack eines Fisches ist noch nicht erprobt. Theoretisch könnte man da auch Chili oder Knoblauch reintun, dass es so scharf wird, dass es ein Mensch nicht mehr essen könnte. Und die Fische beißen trotzdem drauf. Ich weiß nicht, wie die Geschmacksnerven da von Fischen aussehen. Aber das Futter so ein bisschen dunkler zu machen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und dem Futter auch einen Geschmack zu geben, natürlich genauso. Deshalb habe ich hier Cola-Aroma. Das ist günstiges Cola-Aroma, was man in so Soda-Stream-Automaten als Geschmacksstoff einfüllen kann. Und das werde ich jetzt hier schön in mein Grundfutter mischen. Das ist so eine richtig braune Melasse, ein brauner Sirup, riecht extrem nach Coca-Cola. Ich kann mich an frühere Zeiten erinnern, da hat der Gregor seine Boilies noch selber gerollt und hatte Cola-Aroma und Gregor hatte immer Cola-Boilies. Und Gregor hat früher schon sehr gut gefangen, also dieses Cola-Aroma scheint auf jeden Fall auch bei Fischen gut anzukommen. Ich mische jetzt hier meine Tüte schön durch. Das Grundfutter ist in so einer Tüte da, da das noch übrig geblieben ist von letztem Mal und dann eingefroren war, aber das spielt keine Rolle. Mmh, dieses Cola-Aroma. Oh, es riecht richtig geil nach Coca-Cola. Und ich muss sagen, die Farbe ist ein bisschen dunkler geworden durch diesen Schuss Cola, aber vor allen Dingen klebt es richtig gut und es riecht lecker. Es ist aber immer noch bröselig genug, um sich gut aus dem Futterkorb zu lösen. Wenn jetzt den Futterkorb voll machen, Wurm drauf und dann gucken wir mal, ob da was beißt. Das Futter hält auf jeden Fall super im Futterkorb. Wird sich trotzdem gut rauslösen, denn wir haben ja eine gute Strömung hier. Am See würde ich es natürlich ein bisschen krümeliger machen.
damit das schon beim Auftreffen auf die Wasseroberfläche oder wenn es auf den Gewässergrund aufschlägt, rausfällt. Aber so sieht das super aus. Ein Dendrobena am Kopf eingehakt und dann noch ein Maiskorn aus dem Grundfutter drauf mit Cola-Aroma. Das, also wenn ich Fisch wäre, müsste es doch klappen. Direkt an die Strömungskante. Ist schön tief da vorne. Und da hinten laichen die Karpfen und springen da. Wahnsinn. Hoffen wir mal, dass wir auch fressende Karpfen hier am Platz haben. Und nicht nur Karpfen, die hier mit dem Laichakt beschäftigt sind. Zweite Route ist hier meine Posenroute, mit der ich die schönen Aale beim letzten Mal hier im kleinen Fluss fangen konnte. Hier vorne ist so eine, ja, so eine niedliche Bucht. Da ist es ein bisschen strömungsruhiger. Vielleicht ruhen sich die Karpfen dort aus. Und ja, mal gucken, was sonst noch da lauert. Auf jeden Fall kommt ein großer Wurm dran. Vielleicht beißt auch ein Aal am Tag. Man weiß es ja nie. Ich habe hier immer noch aus dem Nachtangelset meine Pose dran mit dem Knicklicht. Knicklicht brauche ich jetzt nicht. Rutenhalter hier vorne hin. Wenn ich da sitze, hat die hier ein bisschen Ruhe. Die Bremse mache ich dann schön auf. So ist der Plan. Was da geht, lassen wir uns überraschen. Dicker Wurm. Direkt hier vorne an die Strömungskante. Ah, die liegt schön. Und da ist bis an der Fiederrute, Leute. Das ist live. Aber nur ein Rupfer. Nichts Ernstes. Die Bremse habe ich ein bisschen auf. Das heißt, die Rute wird mir nicht ins Wasser gezogen. Bisschen Cola-Grundfutter noch an die Posenrute. Und da wir da vorne sitzen und hier die Posenrute liegt, mache ich die Bremse ein bisschen auf. Da ist schon wieder Biss an der Fiederrute. Bremse hier ein bisschen auf. So, wenn da einer geht, dann höre ich auf jeden Fall die Bremse. Bissanzeiger brauche ich da nicht. Und die Pose sehe ich aus dem Augenwinkel wahrscheinlich auch von da. Und jetzt wieder zur Fiederrute. Denn da war Biss. Ja, Leute, bisher gab es einen kleinen Fisch, der mir vorne im Wasser wieder abgefallen ist. Ich denke mal, ein Rotauge war es gewesen, so in der Größe. Also noch nichts Vorzeigbares. Auf die Fiederrute gibt es eine Menge Aktionen. Das heißt, das Grundfutter lockt auf jeden Fall, aber es sind meist kleine Fische. Ich habe zwar den größeren Wurm drauf und als Kombi dann noch das Stück Mais dabei. Eben hatte ich auch nur Mais drauf. Wenn ich jetzt natürlich mit Maden und einem kleineren Haken fischen würde, würde ich wahrscheinlich die ganze Palette an Weißfisch hier durchfangen und alle Kleinfische. Aber wir wollen ja was Größeres haben. Nun laichen die Karpfen. Während des Laichens wird natürlich nicht gefressen. Meine Hoffnung ist, dass wirklich nicht alle Karpfen im Fluss hier gleichzeitig laichen, sondern dass da einige bei sind, die schon durch sind oder noch vor dem Laichen und dann noch, ja, fressen. Aber bisher gab es nichts Vorzeigbares. Aber das ist ein Angeltag. Ich habe auf jeden Fall schön gesessen, die Eisvögel flogen hier vorbei. Die laichenden Karpfen sind natürlich so ein Highlight, da immer wieder zu sehen, wie sie da im flachen Wasser platschen. Das frühe Aufstehen hat sich schon gelohnt. Und meine Hände riechen nach Cola, wegen diesem Cola-Aroma im Grundfutter. Das sollte uns doch noch einen großen Fisch bringen, oder? Kleines Fazit hier. Auf die Fiederrute gab es ein Rotauge, was leider sich vorne selbst abgehakt hat. Die Posenrute, da hatte ich ein paar Bisse drauf auf meinen fetten Tauwurm. Einmal habe ich gesehen aus dem Augenwinkel, wie die Spitze da krumm wurde. Und beim Aufstehen habe ich noch gesehen, wie die Pose weg war. Aber naja, ich konnte es nicht haken. Hier hatte ich ein paar schöne Bisse. Aber ja, wie das so beim Angeln ist, der Anschlag kam nicht richtig durch. Ich habe auch nochmal einen frischen Haken drauf gemacht. Also daran kann es nicht liegen. Jetzt habe ich einen richtig großen Tauwurm hier auf der Fiederrute. Das Futter lockt in jedem Fall. Die Spitze steht kaum mal 5 Minuten still. Also Action ist auf jeden Fall da. Fisch zum Vorzeigen gab es leider noch keinen. Was nicht ist, kann noch werden. Das frühe Aufstehen hat sich insofern gelohnt, als es hier wirklich herrlich am Wasser ist. Die aufgehende Sonne, dann hier diese Ruhe, die laichenden Karpfen, die ich gesehen habe. Das war wirklich Highlight heute.
Aber jetzt hätte ich schon gern noch mal einen schönen Fisch, damit ihr auch seht, dass man hier Fische fangen kann. Ich meine, ich habe schon Fische hier gefangen, so ist es nicht. Jetzt laichen die Karpfen, wir haben Nordostwind, alles nicht so gut. Leichende Karpfen fressen meist nicht. Aber jetzt irgendwelche Gründe zu suchen, vielleicht gucke ich mir die Mondphase noch an und sage mir dann, deswegen habe ich bis jetzt nichts gefangen. Ich hoffe einfach, es geht noch was. Bis dahin höre ich den Fröschen zu beim Quaken, genieße ein bisschen die Ruhe und Entspannung und freue mich, dass ich heute nicht arbeiten muss. Hier auf die Posenroute ging auf meine dicken Tauwürmer. Zwei Tauwürmer habe ich drauf, nichts mehr. Ich hatte ja mal einen Rupfer, aber konnte man nicht verwerten. Hier direkt vorne am Ufer gibt es so ein Krautloch. Das ist auch relativ ruhig, die Strömung. Ich hoffe einfach, dass Fische, die mit der Strömung ziehen oder gegen die Strömung, sich in so Löchern mal ausruhen und dann hoffentlich den Wurm finden. Ja Leute, die Sonne steht gleich hoch am Himmel, ist gleich Mittag und ich habe noch einiges zu tun. Ich muss noch Rasen mähen, mich um den Garten kümmern und mein Angelvormittag, mein Angelurlaubstag ist somit schon zu Ende. Ich konnte keinen Fisch zeigen, ein Rotauge, was mir hier vorne im Wasser abgefallen ist, aber es gab jede Menge Aktionen. Auf das Cola-Grundfutter gab es wirklich Rupfer ohne Ende, also Fische hat es gelockt. Nun haben auch die Karpfen abgeleicht, dann dieser Nordostwind. Das Wasser ist jetzt natürlich voller Hormone durch diesen Laichakt der Friedfische hier. Vielleicht heute Abend auf Aal, das wäre noch eine Möglichkeit. Da würde ich mir höhere Chancen ausrechnen, aber jetzt mit der Fiederroute noch länger hier zu sitzen, das bringt meiner Meinung nach nichts. Also geht's nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Verfolgt mich bei meinen nächsten Ausflügen ans Wasser wieder. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen netten Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, euer Christian.